Hallo und herzlich willkommen zurück zu Julian Entertainment und zum Crisis Core Final Fantasy 7 Let's Play. Wir sind dem Julian und wir zocken ein bisschen an der Mission hier weiter. Shinra Energiekonzern, das war ja hier jetzt eine extreme Mission, die werden wir dann uns noch nicht reintun. Aber bei Genesis Horden ist so einiges zu machen. Da haben wir den Vormarsch und Landung an der Küste. Das sind auch hier teilweise am Anfang noch nicht so die Missionen, wo man Dutzende... ellenlang laufen muss, habe ich gerade zumindest gedacht. Okay, in die Richtung kann man aber offenbar. Es leckt. Wie gesagt, weil ich im Hintergrund render, aber sonst kriege ich die Folgen ja nie bei YouTube hoch, wenn ich nie render. Deswegen muss ich das schon irgendwie machen. Und dann leckt es halt ab und zu. Ne, das ist doch, wo wir Wayne ist das doch. Hochladen ist da nicht so das Problem. Hochladen tue ich den alle in einem Stück. Lasse ich den PC nachts an. Lade 10 Folgen auf einmal hoch. Dann ist das chillig. Bring it on. Ja, ihr seid aber noch recht chillig zu besiegen an Gegnern. Alles klar. Bronzereif. Kann nicht schaden. Missionskatalog erweitert. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter hier ohne große Umschweife, ja. Das ist ja ganz chillig. Massive Maschinen. Alles klar, wo geht's lang? Ah, oh, so geht ja. Man sieht hier mal, hier, ihr seht ja, wo rot gesperrt ist. Wenn da hinten rot gesperrt ist, ist also nur dieser Weg hier oben, der von links nach rechts geht, hier, der hier. Ist da also zu begehen. Das heißt, da hinten ist die Maschine schon. Das ist wieder so eine Wachspinne, wie wir vorhin in Banora schon gesehen haben. Allheilmittel, nie schlecht. Kostet 200 Gil, die uns dadurch ja erspart werden. Das kann man aber wohl gebrauchen. Da wollte ich nicht rein, ich wollte hier rein. So, ich habe gerade mehr TP, als mein Maximum ist, wegen dem ganzen DBW-Zeug, was mich ja immer extrem stärkt. Deswegen muss ich da auch nichts ausrüsten. Allerdings muss ich hier mal gucken, was wir hier Neues haben. Magie und Psyche plus 5 ist natürlich auch schon nicht schlecht. Konstitution, das ist nicht so gut. Das brauchen wir momentan nicht. Das brauchen wir sowieso nicht. Bronzearm und Eisreif. TP plus 10%. Achso, einfach noch ein Bronzereif. Alles klar. Activating Combat Mode. Du sollst schon vergessen hier mit deinem Hauruck-Angriff. Oh Gott, schnell außer Reichweite. Cooles Viech auf jeden Fall, kann eine interessante Attacken, muss man sagen. Und ich habe Angst vor seinem Auge da hinten. Das macht er nämlich mit Spinnennetz, macht er das. Also Spinnennetz ist die Attacke dafür. Haben wir jetzt bald mal, oder? Wenn wir im rechten Moment einfach ausweichen, dann passt das schon. Und dann ist das Ganze auch nicht so mega schwer. War auch nur eine von normal. So, Bronzereif hatten wir schon. Eisenreif haben wir jetzt bekommen. Was? Oder hatte ich das schon? Oder wie haben wir das jetzt? Ach, jetzt geht schon mal nicht weiter bei der Mission. Alles klar. Und kurz bei der Ausrüstung, was da mit Eisenreif los ist. TP plus 10%, ist Eisenreif irgendwie mehr? TP plus 20%, dann tauschen wir natürlich. Und machen in der Mission dennoch weiter, denn da ist schon noch einiges zu holen, auch ohne das. Endphase des Wutai-Kriegs ist immer noch... Ne, ist jetzt auch schwer. Wutai überleben in den Slums. Hier ein bisschen weitermachen. Wutai, es war einer, die wir ganz am Anfang besiegt haben, wisst ihr ja wahrscheinlich noch. Ja, war klar, dass davor irgendwie jetzt noch ein Kampf kommt. Wow, die sind aber stärker geworden. Scheiß mal die Wand an. Seng, da kommst du mir gerade recht. Boah, wie oft jetzt irgendwie eine Esper kommt irgendwie. Ist immerhin die gleiche, glaube ich, deswegen Kreuzhieb oder wie das heißt. Schwertkombo, genau.
Nanu. Jetzt wollte ich wieder hinter ihn gehen, aber nochmal mit DBW. Zack. Wutai Feldwebel ist das hier schon. Sehen genauso aus wie die Obergefreiten. Da war übrigens noch eine Kiste, aber da scheiße ich jetzt mal gerade ganz kurz drauf. Achso, war ja noch gar nicht der Endkampf. Schon sagen, sonst hätte man die Kiste nämlich auch, glaube ich, gar nicht gesehen. Blitz, ja, okay. Activating Combat Mode. Erstmal lasse ich die Viecher von hinten angehen, denn das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich irgendwie. Wutai Feldwebel A. Wutai hat, glaube ich, nichts mehr ab jetzt mit der Story zu tun. Muss man hier noch ein bisschen in Nebenmissionen, so die letzten Rebellen vernichten, sage ich jetzt einfach mal. Muskelgurt, was macht das nochmal? Muskelgurt. Mal gucken. Strength und Con. Mein Gott, es war schön, wenn ich was Cons heißt. Ich vergesse das einfach immer wieder. Nicht Konsistenz eben. Stopp die Eindringle ist extrem. Werden wir dann nicht machen. So, hier haben wir Experiment 102 in Hoyos Versuchslabor. Genau, da können wir jetzt nämlich weitermachen mit der nächsten Esper. Wo es sein könnte, dass... Oh Gott, fängt gleich hier voll an. Ach ja, du alter Bahamut, du. Komm, MP frei, das müssen wir nutzen. Oh Gott, Mega Flare. Habe ich jetzt mal abgebrochen, kann man nämlich, ihr habt sie ja schon gesehen. Und dann passte das ja auch. Fliegt sie jetzt hin? Da ist es ein bisschen nervig, die Kämpfe gegen diese Viecher. Manchmal. Amulett. Alles klar. Was ist denn das Amulett so für eins? Psi plus 30. Ist es sinnvoll? Ich habe keinen Plan. Ehrlich gesagt. Ich glaube, TP plus 20% ist aber erstmal sinnvoller. Schon ein ganz schönes Stück.
Der Lag ist übrigens, wenn ich speichere. Das ist also nichts Verwunderliches. So, auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Immer noch extrem. Materiejäger. Ja, ja, da können wir hier bei die Jagd beginnt weitermachen. Schön. Schön. So, wenn ich habe jetzt das mit dem Gegner erwischt. Ja, tatsächlich. Da müssen wir erstmal ganz kurz auf die andere Seite, um zu gucken, ob da was ist, was uns eventuell entgehen könnte, wenn wir hierher gehen würden. Bei dieser wunderschönen Hintergrundmusik. Ja, eine Truhe, das war ja wohl klar. Äther. Äther ist immer von Vorteil. Man kann leider nicht die Ausmaße dieses Berges erkennen irgendwie, weil man da nicht hochgucken kann einfach. Das ist halt ein bisschen ätzend irgendwie. Zum Beispiel. Weil hätte mich einfach mal interessiert, wie was das für ein Berg ist. Aber naja. Ist halt, das Spiel ist auch von 2005, keine Ahnung was. Oder ne, etwas später wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht das Allerneueste. Und dann, dafür war das Spiel einfach nur genial. Sowohl gameplaymäßig als auch grafisch und alles. Vollkommen in Ordnung, wenn nicht mehr als in Ordnung. Oh, ganz schön viele Gegner irgendwie. Ich hole jetzt einfach auf einige gehabt, die mir gerade ziemlich viel Schaden zufügen. Das kann ich nachher heilen. Denn schaffen durch den Kampf auch so, genau. TP-Verstärker erhalten. Und Missionskatalog erweitert erstmal hier. Potion. Und Allheilmittel. Damit wir nicht mehr vergiftet sind. Ne, hier nicht, sondern Materiejäger. Die Jagd beginnt und dann Rückkampf gegen Bahamut. Ich glaube, da bekomme ich noch die Bahamut-Materie. Schon wieder so ein Typ, ist natürlich ein bisschen nervig, aber komm, damit kommen wir klar. Und es fliegt natürlich sofort weg, ohne dass ich überhaupt einen Namen nochmal landen kann. Das ist natürlich sehr souverän. Ja, zweimal die 5 bringt mir leider nichts. Und weg ist er. Und Angeal Spezialangriff hätte auch so seinen Charme jetzt. Oh, jetzt sehen wir eine Filmsequenz. Zwischen kleine. Zack, auf geht's. Alles klar. Quasi so sechs Gehirn, sag ich mal, dass es ihm dann irgendwie im Kampf so Eingebungen gibt und dann läuft er dann verbessert. Blitz ist auf Stufe 4 angestiegen, das ist sehr gut. Oh, das macht sogar der Esper ordentlich Schaden. Finde ich auch sehr gut. Ups. Böse, hör auf, das zu machen. Und Mega Flare. Macht keinen Scheiß. Ich werde jetzt gequittet hier. Nur zum Anfang, dass ihr nicht verwirrt seid, warum das auf einmal hier so kurz ist. Oh, what the fuck? Warum habe ich denn gar keine Dingens mehr und so? Hab ich da irgendwas verflucht? Also nicht verflucht im Sinne des Spiels, sondern habe ich jetzt einfach so gesagt. Denn Fluch gibt es ja tatsächlich im Spiel als Eigenschaft, sage ich mal. Ja, da bringt mir ja nichts außer einen Stufenanstieg. AP frei, ja, ganz toll. Damit ich meine geilen Wirbelattacken machen kann gegen den Bahamut oder was. Ich glaube, gegen die Attacke hätte ich auch nichts machen können.
Oh Gott, diesmal habe ich davon sogar ein paar getroffen. Und ich treffe ihn nicht. Ist nicht besonders schwer, aber die ist einfach nervig irgendwie. Jo, Glück gut, dass ich gerade noch eben Vita gemacht habe. Sonst wäre ich jetzt sofort von Mause tot gewesen. Ich hatte noch 800? Ja, 900. Scheiße, und bei Vita kriegt man bei dieser... Und da kriegt man offenbar noch alles mögliche andere abgezogen. Ganz schön ätzend, das Viech, ey. Scheiß mal die Wand an. Ich werde nutzen, um mal nur eine High Potion reinzuziehen. Und einen Äther hätte ich ganz gern gehabt. Ups. Ich kann mich die ganze Zeit nur hochheilen, ey. Mein Gott, ey. Das ist aber ganz schön ätzend hier. Der Kampf dauert jetzt auch schon voll lange, ey. Och nö, komm ey, langsam reicht's aber auch echt mal. Ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Glück mit meiner DBW, das wäre ganz gut. Boah, ist das ätzend. Hab ich gar nicht so eine Erinnerung, dass... Der ätzende Kampf ist gegen Minerva. Den werdet ihr noch sehen, den Kampf. Den werde ich nämlich auch machen, wahrscheinlich. Wenn mir nicht da irgendwo bis dahin die Lust vergeht. Der Minerva ist wirklich das absolute Ende. Hat nichts mit der Story zu tun, aber ist trotzdem der stärkste Gegner überhaupt. Boah, endlich. Bahamut Materia, so. Jetzt werde ich dem Bahamut auch hoffentlich erstmal nie mehr begegnen. Boah, ätzend. Speichern. Und ich würde mich dann verabschieden für diese Folge. Nächstes Mal machen wir noch ein, zwei Missionen vielleicht und dann geht's aber auch schon weiter. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.